Ahoi, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es auf die Sieg weit oben, zumindest aus der Perspektive des Rheinländers. Ich bin zwar schon viele Male auf der Sieg paddelnd unterwegs gewesen, aber noch nie oberhalb von Au an der Sieg bei Flusskilometer 73. Au ist die letzte Station der S-Bahn von Köln und vorerst der letzte Bahnhof in Nordrhein-Westfalen. Oberhalb von Au fließt die insgesamt 155 Kilometer lange Sieg einige Kilometer durch Rheinland-Pfalz. Sowohl Chris als auch ich erschließen uns also heute paddlerisches Neuland. Und so fahren wir an einem grauen Februarmorgen mit der Bahn nach Scheuerfeld, wo wir mit unseren Luftkajaks direkt hinter dem Kraftwerk bei Flusskilometer 100 in die Sieg einbooten wollen. Der Plan ist, zumindest die 27 Kilometer nach Au zu fahren oder gleich die 37 Kilometer bis zum großen Siegwasserfall in Schladern. Da die Bahn die Sieg durchgehend begleitet, gibt es ohnehin alle paar Kilometer einen Bahnhof, von dem wir aus bequem wieder zurück nach Köln kommen. Unser Einstieg ist vom kleinen Bahnhof Scheuerfeld aus in wenigen Minuten zu erreichen. Am Einstieg ist deutlich zu erkennen, dass hier noch vor wenigen Wochen eine richtige Hochwasserwelle durchgerauscht ist. Überall hängt der Wohlstandsmüll in den Sträuchern und Bäumen. Let's go! Wir booten auf der hier noch ziemlich schmalen Sieg ein und werden sofort von einer angenehm flotten Strömung erfasst. Der heutige Pegel von 80 cm lässt uns hoffen, die ersten Kilometer durch die sogenannte Scheuerfelder Schleife befahren zu können. Das Problem ist hier, dass ein großer Teil des Wassers am Kraftwerk durch einen Stollen abgeleitet wird. Bei 80 cm am Pegel Betzdorf soll es aber gerade so klappen. Insgesamt lässt sich die Scheuerfelder Schleife ganz gut befahren. Wir haben zwar ab und zu leichten Bodenkontakt, aber treideln müssen wir zum Glück nicht. Super ist hier das sehr klare Wasser über dem kiesigen Bett der Sieg. Nach 3 Kilometern fließt das bei Scheuerfeld abgezweigte Wasser zurück in die Sieg. Ab hier werden wir wohl keine Probleme mit der Wasserführung mehr haben. Auf den folgenden 200 bis 300 Metern nach der Einmündung verwandelt sich die Sieg fast schon in einen kleinen Wildwasserfluss. Fahrtechnische Probleme verursacht sie dabei aber nicht. Landschaftlich bleibt die Sieg ein Genuss. Allerdings sollten die nächsten 7 Kilometer aus Naturschutzgründen von Mai bis August nicht befahren werden. Heute, an diesem grauen Tag Anfang Februar, trauen wir uns jedoch. Selten habe ich bis jetzt so viele Silberreiher auf einmal gesehen, auch wenn wir die scheuen Tiere mit der weitwinkeligen GoPro nicht auf den Sensor bannen können. Auf den 37 Kilometern unserer heutigen Strecke fahren wir ohne jede Unterbrechung aufgrund von unfahrbaren Wehren oder sonstigen. Ein Traum und für deutsche Mittelgebirgsflüsse schon etwas sehr Besonderes. Seit Jahren gibt es durchaus intensive Diskussionen um die kleinen Wasserkraftwerke an der Sieg, weil der ökologische Argumente und der Naturschutz gegen das Interesse der Nutzung von erneuerbaren Energien stehen. Zentral ist dabei die Frage der Durchgängigkeit der Sieg, die bis zur Industrialisierung ein wichtiges Lachsgewässer war. So war an der Sieg lange Zeit die Lachsfischerei ein wichtiges Gewerbe, das aber um 1900 praktisch zum Erliegen kam. Inzwischen ist die Sieg wieder sauberer geworden und an den Wehren sind Fischaufstiegsanlagen gebaut worden. Ein Wiederansiedlungsprogramm für den atlantischen Lachs zeigt erste Erfolge. Das heute den ganzen Tag bedeckte und etwas nebelige Wetter schafft eine ganz besondere, etwas mythische Atmosphäre am Fluss. Es bleibt auch kalt, aber dafür sind wir brauchbar ausgerüstet. Ärgerlicherweise hat Chris im Zug seinen Trockenanzug liegen lassen,
und muss nun mit einem Fließpulli im Boot sitzen. Er nimmt es aber relativ gelassen und paddelt klaglos durch den Nebel. An den Händen trägt Chris schützende Handschuhe und ich meine Paddelpfötchen. Also insgesamt alles okay. Das Schloss Schönstein markiert bei Kilometer 85 auf der linken Flussseite den Ortseingang von Wissen. Das Schloss wurde 1255 zum ersten Mal erwähnt und ist heute ein architektonischer Mix zwischen Mittelalter und dem frühen 19. Jahrhundert. Wissen ist der einzige größere Ort an unserer heutigen Strecke. Die Kleinstadt mit ihren etwas mehr als 8000 Einwohnern ist schnell durchpaddelt, sorgt aber für einen kurzen Moment für ein etwas industrielleres Feeling. Von rechts mündet der Weserbach in die Sieg. Von links mündet bei Flusskilometer 80 die Nister in die Sieg. Sie ist ein wunderschöner kleiner Fluss, der durchaus auch sportlich interessant ist. Sie ist nach der Agger der zweitlängste Nebenfluss der Sieg. Die Nister ist schon lange auf unserer Liste. Bislang hat es mit einer Befahrung aber noch nicht geklappt. Entweder fehlte das Wasser oder wir hatten keine Zeit. Irgendwann wird es aber klappen, versprochen. Und dann gibt es sicher auch ein Video dazu. Irgendwann geben wir unsere Hoffnung auf, dass heute noch einmal die Sonne den Nebel durchdringt. Schleife für Schleife bahnt sich die Sieg ihren Weg durch ihr mal engeres und mal etwas weiteres Tal. Immer wieder führt unser Weg an steilen Ufern und an Felsen vorbei. Bei Flusskilometer 73 passieren wir die Brücke von Au, also die Stelle,
an der wir unsere letzte Siegbefahrung begonnen hatten. Ab hier geht es also für die letzten knapp 10 Kilometer durch für uns bekanntes Territorium. Spannend bleibt es trotzdem, spritzige Schwelle sorgen immer wieder für Abwechslung. Die letzten paar Kilometer ziehen sich dann doch etwas. Das liegt weniger an der Sieg, der ebenfalls sehr schön ist, als vor allem daran, dass wir schon einige Kilometer auf dem Buckel haben und hier für uns etwas der Reiz des Neuen fehlt. Bei Flusskilometer 64 beginnt sich an der Eisenbahnbrücke der Rückstau des Schladener Siegpfeils bemerkbar zu machen. Für die Weiterfahrt ist etwas Vorsicht geboten. Bei hohem Wasserstand empfiehlt es sich, rechtzeitig anzulegen. Heute tasten wir uns aber bis auf ein paar Meter an die Kante heran. Von hier aus sind es nur ein paar Minuten Fußweg zum Bahnhof von Schladern. Bevor wir uns auf den Weg machen, schauen wir uns aber noch den Wasserfall an. Eigentlich ist es ein mehrere hundert Meter langer Katarakt mit schwerem Wildwasser, bei besserem Wasserstand für Wildwasserkönner durchaus befahrbar. Alle anderen müssen ab hier ca. 1 Kilometer lang umtragen, falls sie die Sieg weiter befahren wollen. Der Schladerner Siegfall hat eine interessante Geschichte. Er ist erst durch den Eisenbahnbau im 19. Jahrhundert entstanden, weil für die Eisenbahntrasse eine Schleife der Sieg einfach abgekürzt wurde. Etwas mehr hierzu und auch über die folgenden Kilometer der Sieg findet ihr als Tipps im Abspann dieses Videos. Wir bauen unsere Boote ab und nehmen die Bahn zurück nach Köln. Und deshalb sage ich für heute Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Turbo.